Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Guide von World of Warcraft. Heute geht es um den Erfolg Sand, Sand überall. Und bei diesem Erfolg müssen wir hier im Gebiet Seraph Mortis einige Sandhaufen öffnen und dafür benötigt man 7 Raumöffner. Die bekommt man aus diversen Schatztruhen hier im Gebiet Seraph Mortis. Da habe ich bereits einige detailreiche Videos gemacht zu den einzelnen Schatztruhen, werde aber trotzdem alle Schätze hier nochmals mit einbauen, die man benötigt für den Erfolg, damit ihr da wirklich nur ein Video schauen müsst. Ich werde dann aber auch im Video sozusagen ein Zeitstempel mit einbauen, damit ihr, falls ihr diesen Teil bereits abgeschlossen habt, also wenn ihr alle Raumöffner habt, damit ihr einfach diesen Teil überspringen könnt. Zudem ist es aber auch noch wichtig für den Erfolg, dass man das 6. Kapitel hier in Seraph Mortis abgeschlossen hat. Also das heißt hier der Erfolg, ein Mittel zum Zweck. Wenn ihr den habt, solltet ihr eigentlich das 6. Kapitel abgeschlossen haben, denn wir müssen halt diese Locus-Verschiebung nutzen, welche man während diesem Kapitel halt kennenlernt. Wenn ihr irgendwie in der Vergangenheit mal so einen Raumöffner gelöscht habt oder vielleicht keine Lust habt auf alle 7 Schätze, kann man hier beim Händler Olea Manu, sobald man diesen freigeschaltet hat, bei etwa 37,45 hier in der Rasse des Glaubens solche Raumöffner nachkaufen, und zwar für 200 Schiffen Dresden. Da kann ich jetzt leider keine mehr kaufen, weil die halt hier limitiert sind, aber eben da kann man die nachkaufen, falls man eben wirklich irgendwie plötzlich mal diesen gelöscht hat, weil man nicht wusste, was man damit machen will. Und ja, eben dann werde ich hier jetzt schnell alle Schätze zeigen und am Schluss sehen wir uns dann gleich hier im Norden, denn dort geht es sozusagen jetzt dann gleich weiter. Also bis gleich. Für den ersten Raumöffner befinde ich mich jetzt hier etwa bei 34,67, also hier bei der Zuflucht, wo man sozusagen die Reise beginnt hier in Seraph Mortis. Also eben dann kann man zum Beispiel, wenn man noch nicht fliehen kann, hier rauflaufen, hier rüberspringen, dann auf den Berg hinauf und dann hier auf diese Säule springen. Eben dann können wir diesen einfach hier looten und dann haben wir eben den ersten Raumöffner sozusagen bekommen und dann geht es gleich weiter zum nächsten. Für den zweiten befinde ich mich jetzt hier etwa bei 49,86, also hier unten im Süden, und zwar beim Schatz geklautes Artefakt. Der befindet sich hier oben in diesem Nest, und ja, wenn man jetzt noch nicht fliehen kann, ist der auch ein wenig mühsamer Schatz, und zwar muss man hier über diese Kugeln hochspringen. Da habe ich eben, wie vorhin erwähnt, halt bereits einen Guide erstellt. Das werde ich dann alles in die Beschreibung hinein verlinken, falls ihr da noch irgendwelche mehr Informationen benötigt. Aber eben für diesen Guide hier wollte ich das so schnell wie möglich halt sozusagen abfertigen, damit ihr da nicht irgendwie noch ein 20-Minuten-Video schauen müsst. Aber eben hier können wir den Schatz looten. Der Vogel nervt ein wenig hier an dieser Stelle, aber den sollte man dann ohne Probleme dann bekommen können. Und somit haben wir bereits den zweiten Raumöffner. Dann geht es gleich weiter zum nächsten. Der dritte befindet sich hier im wogenden Blattwerk, also im schatzwogenden Blattwerk. Dafür befinde ich mich jetzt etwa bei 50,77, also hier an dieser Stelle, dort wo zum Beispiel der seltene Gegner Hierokon steht, hier unten, also hier bei diesem Wasserfall. Und eben von der Umgebung her befinde ich mich gerade hier. Und die Aufgabe ist jetzt sozusagen hier solche Teleportationsdinger zu aktivieren. Deshalb muss man hier zuerst mal die Ranke weghauen, dann hier die Sperre aktivieren. Und dann müssen wir hier hineingehen in diese, in dieses Gebäude oder in diese Höhle hinein. Dafür müssen wir hier diese Barriere halt aktivieren und dann können wir hier hineingehen. Jetzt sind hier leider ein paar Gegner meistens. Die wurden, glaube ich, jetzt aber gerade gepult von einem anderen Gegner. Und deshalb müssen wir hier jetzt einfach weiterlaufen. Und wir müssen jetzt halt einfach 4 von diesen Sperren aktivieren. Zuerst einmal eben diese eine da. Dann die nächste ist hier hinten, dieser Stelle. Dann können wir hier gleich weitergehen. Hier unten steht meistens so ein Questgegner, der ein bisschen mehr Leben hat. Schauen, ob der auch gerade gepult wurde vom anderen Spieler, aber leider nicht. Aber eben hier ist diese nächste Sperre, die wir aktivieren müssen. Zuerst auch wieder hier die Ranke weghauen und dann wieder die Sperre aktivieren. Jetzt werde ich hier halt versuchen, diesen wegzuhauen, diesen Gegner, beziehungsweise einfach hier zu vanishen, damit ich den nicht noch irgendwie umhauen muss. Und die vierte Sperre ist hier in dieser Mitte, in diesem mittleren Raum. Und die können wir ebenfalls hier aktivieren. Und dann haben wir eigentlich alles getan für den Schatz. Dann können wir hier raufgehen und zwar über diesen Teleporter. Und der funktioniert eben erst, wenn man alle 4 Sperren aktiviert hat. Und hier ist halt eben dieses wogende Blattwerk, welches man hier öffnen kann. Und dann haben wir bereits einen weiteren Raumöffner im Inventar. Geht's gleich weiter zum nächsten.
Der nächste Schatz, den wir hier besuchen müssen, ist das Symphonische Archiv. Deshalb befinde ich mich jetzt etwa bei 5262, also hier im unteren Kreis sozusagen vom Gebiet her. Und da müssen wir jetzt hier an dieser Stelle ja dieses Schutzschild entfernen von diesem Archiv, also von dieser Schatztruhe. Das macht man, indem wir hier diese Konsolen in der richtigen Reihenfolge aktiviert. Zuerst hier diese, die ein bisschen da hinten ist. Dann müssen wir hier raufgehen auf diese Plattform oder beziehungsweise auf diese Säule. Wir müssen hier diese Konsole aktivieren, dann hier diesen Automa. Dann können wir hier nach hinten gehen zu dieser Konsole. Und die letzte ist hier an dieser Stelle, welche gerade neben der Truhe ist. Können wir hier diese fünfte Konsole noch aktivieren. Und das entfernt halt diesen Schild. Dann können wir diesen öffnen, also die Truhe. Und dann haben wir bereits den nächsten Raum öffnen. Dann geht es gleich weiter zum nächsten. Den fünften bekommt man aus dem Schatz untergetauchte Truhe. Dafür befinde ich mich jetzt hier bei etwa 5973, hier an dieser Stelle. Dort müssen wir jetzt einfach diese Pumpe hier aktivieren, indem wir hier hinten eine Kugel aufnehmen und die ja dann reinplatzieren. Das können wir hier einfach aufnehmen. Dann kann man hier auch wieder aufmounten, wenn man da fliegen kann. Ist doch ein bisschen einfacher. Sonst muss man halt hier durchreiten. Und dann können wir hier zu dieser Pumpe gehen und dann eben ja diese Kugel reinhauen. Und dann kommt hier langsam diese untergetauchte Truhe nach oben. Da können wir diese öffnen, bekommen ebenfalls wieder einen Raumöffner. Und dann geht es gleich weiter zum sechsten. Für den nächsten befinde ich mich jetzt etwa bei 6118, also hier oben im Norden, denn der nächste befindet sich hier in dieser Herrschaftsruhe, welche nur über diesen Dominanzschlüssel geöffnet werden kann. Und der ist leider nur ein sehr tiefer Drop von diesen Inquisitoren oder von den Arkanisten, welche zum Beispiel hier einer stehen würde. Das ist halt so ein ja, geflügelter Dämon, den ich jetzt hoffentlich hier vorne zeigen kann. Und zwar sehen die genau so aus, sie sind überall ein wenig verteilt, also diese Arkanisten hier, aber eben auch die Inquisitoren sind überall ein wenig verteilt hier in diesem Gebiet. Anscheinend soll er laut Datenbank auch von den Provokanten hier gedroppt werden können, also von diesem Gegner hier. Hatte ich aber während der Farmzeit mit meinem Main nicht wirklich das Gefühl, aber anscheinend soll es laut Datenbank so sein. Aber auch da ist die Droprate ca. um die 1%, also es kann sein, dass man da vielleicht ein paar Stunden damit beschäftigt ist, aber es kann natürlich auch sein, dass man bereits nach 10 Gegner diese hat. Ich hatte jetzt selber nur etwa so einen Aufwand von 2,5 Stunden. Ich sage mal nur, weil ich hatte jemanden in der Gruppe, der war 6 Stunden damit beschäftigt. Also nur so als kleine Vorwarnung. Der ist vielleicht dieser ja, Raumöffner, den man eventuell ja nachkaufen möchte beim Händler Ole Amano. Aber eben, wenn man diese Truhe hier geöffnet hat, hat man dann den nächsten Raumöffner. Für den letzten befinde ich mich jetzt bei 5210, also hier oben im Norden, bei dieser nördlichen Insel, wo auch zum Beispiel der Weltenboss Andros steht. Da kann man, wenn man noch nicht fliegen kann, halt hier runterspringen, dann hier auf diese Zwischenebene und dann hier zu dem schatzgefallenen Gewölbe. Da können wir gleich hinfliegen und eben dieses halt hier looten und dann haben wir bereits den letzten Öffner im Inventar. Dann geht es jetzt gleich weiter hier ja, zu dieser Stelle etwa, damit es halt ja sozusagen jetzt weitergehen kann für diesen Erfolg. Da sind wir nun auch angekommen bei etwa 5131 mitsamt allen Raumöffner. Und zwar hier an dieser Stelle müssen wir zuerst einmal eine Rune noch aktivieren, damit wir einen neuen Flugpunkt bekommen in dieser Lokusverschiebung, welche man danach halt ja anfliegen muss. Da vielleicht auch die Empfehlung, dass man halt bereits Fliegen erlernt hat, weil ansonsten kommt man da nur recht schwierig hin. Da müsste man ansonsten hier über diese Lokusverschiebung dann hier runtergehen und dann eventuell über die Ventilteleportation hier runterspringen. Also eben von der Umgebung her befinde ich mich gerade hier oben. Da können wir diese ja, Rune aktivieren mit dem inaktiven Alkoven. Dann haben wir hier einen neuen Ort entdeckt in dieser Lokusverschiebung. Und jetzt müssen wir zuerst einmal noch 60 kosmische Energie aufladen. Das macht man, indem wir hier unten Gegner umhauen, Kugeln aufsammeln, welche gedroppt werden. Plus man kann das auch noch hier machen, indem man einfach in der Pfütze stehen bleibt. Da passiert das aber auch ein bisschen langsamer. Die Energie ist nun gesammelt, also diese 60 kosmische Energie. Und dafür befinde ich mich jetzt etwa bei 5032, also hier beim Eingang ja, zu dieser Lokusverschiebung.
Und vielleicht noch ein kleiner Tipp: Habt am besten noch ein bisschen Platz im Inventar, bevor ihr diese Sandhaufen öffnet, weil es kann sein, dass es ein bisschen herumspinnt, dass ihr sozusagen, wenn ihr keinen Platz habt, dann plötzlich einen Raumöffner vergeudet, aber trotzdem der ja, Sandhaufen nicht als geöffnet gezählt wird. Also nur eben so als kleiner Tipp. Aber eben dann können wir hier gleich reingehen und dann ja zu dieser Lokusverschiebung hier unten gehen. Normalerweise, wenn man dann da draufklickt, sollte man hier eine Map bekommen mit den verschiedenen Flugpunkten. Wenn das nicht der Fall ist, sollte man, so viel ich weiß, den ersten Punkt auswählen, also die erste Sprechblase hier an dieser Stelle, damit ihr zu diesem Internus Locus fliegen könnt. Und dann landet man hier in dieser inneren Kammer. Und da müssen wir jetzt diese zweite Locusverschiebung hier nutzen. Und hier müssen wir den inaktiven Alkoven auswählen, damit wir hier ja, bei diesen Sandhaufen jetzt landen. Die müssen wir jetzt einfach nur noch öffnen, damit wir halt den Erfolg bekommen. Ab und zu kann es sein, dass vielleicht einer nicht gerade da ist. Da muss man eventuell noch warten, weil es spinnt immer noch ein wenig rum, beziehungsweise hat halt einen kleinen Respawn von diesen Sandhaufen von irgendwie 15 Minuten, wenn ein anderer Spieler halt die gerade geöffnet hat. Aber normalerweise sollte es so funktionieren, hier diesen unbeständigen Sandhaufen benötigt halt einen Raumöffner und eben dann bekommt man halt hier zum Beispiel einen epischen Ring, dann den Funkensandhaufen können wir ebenfalls öffnen, da bekommt man zum Beispiel Schmuck, können hier weitergehen, dann den Klumpigen hier öffnen, dann hier hinten den Glitzernden und dann den Verformten. Dann ist jetzt auch gerade aufgetaucht noch der letzte hier. Aber dieser tickende Sandhaufen ist dann der siebte, den wir hier öffnen können. Und dann haben wir den Erfolg. Und eben das habe ich gesagt, habt ein bisschen Platz drin. Also bei mir waren es jetzt etwa 17 Stück, 17 Inventarplätze, die ich gebraucht habe. Also eben da solltet ihr am besten mindestens so 20 Plätze frei haben, damit ihr da keine Probleme bekommt. Und ja, dann kann man eigentlich hier nur noch rausgehen, also aus dieser Locusverschiebung hier über diesen arkanen Locus. Und wenn man dann ganz raus will aus der ganzen Zeugs hier, können wir hier Locus der trächtigen Rast auswählen. Aber ja, das war es eigentlich für diesen Guide. Ich hoffe, ich konnte euch dabei helfen, diesen Erfolg ebenfalls zu erlangen. Ansonsten wünsche ich noch viel Erfolg dabei und viel Spaß. Bis bald!